Und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus und damit zur letzten Folge der Sprint to Glory mit Borussia Dortmund. Wir haben den ersten Transfer hier an den Start gebracht. Hurtado, 140 Millionen Torwart von Liverpool. Werden wir direkt mal klar machen. Leute, lasst gerne ein Like da für diese letzte Folge, wenn euch die Sprint to Glory hier mit Dortmund gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ebenfalls. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ja, bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Ihr wisst es, für die Watchtime werden die Videos besser angezeigt und so weiter und so fort. Und wie immer das Wichtigste, lasst einen Kommentar da, ja, für den Algorithmus. Einfach einen Kommentar schreiben, dann werden die Videos auch besser angezeigt. Unterstützt ihr mich mit. Ich danke euch vielmals. Ihr wisst es, ihr könnt jetzt kommentieren, jetzt ist es wichtiger als nie. Welche Mannschaft wollt ihr in der nächsten Folge sehen, Leute? Ja? Wir werden erstmal den Kollegen holen, ablösefrei. 90er Rating, 22 Jahre alt, ja. Also welche Mannschaft wollt ihr hier in der nächsten Sprint to Glory sehen? Ihr könnt jetzt eure Wünsche äußern, die häufigst genannten Wünsche werden dann nach und nach drankommen. Also schreibt es einfach unten rein. Ja, und dann schauen wir noch, welche Mannschaft beim nächsten Mal hier am Start ist. Wie immer könnt ihr auch gerne reinschreiben, was euer bestes Jugendtalent war, ja. Ihr seht es, wir haben hier schon wieder einen 90er am Start. Schreibt gerne rein, ob ihr vielleicht schon mal einen 99er hattet, 98er, 97er. Ihr wisst es, unser bester Spieler von den eigen erstellten Jugendspielern waren 97er bislang. 273 Millionen haben wir für den Kollegen hier gezahlt. Ich hoffe, wir haben noch genug Geld. Das wäre jetzt ziemlich bitter gewesen, weil den wollte ich unbedingt haben. Weil der ist 22, hat einen 91er Rating Innenverteidiger. Bisschen schade, dass jetzt das letzte Jahr ist und der nicht so vor 2-3 Jahren schon aufgetaucht ist, weil... Na gut, da wird natürlich jetzt im letzten Jahr nicht mehr so viel gehen. Na komm, Freigabesumme ist jetzt auch scheißegal im letzten Jahr. Weil wegkaufen kann uns den eh keiner. Obwohl, aber jetzt, ja doch, die könnten den sogar in der Winterpause. Irgendeiner könnte den abkaufen. Das war vielleicht jetzt nicht so clever. Naja, was soll's. Dresden, der kommt leider raus, obwohl er sich gut verbessert hat. Im ersten Jahr direkt 2 Punkte hoch. Varela, komm mal weg hier, unser Torwart. Und Carpenter, heißt der so? Carpenter, so heißt der. Carpenter, wir überlegen hier einfach ins... Ich glaube, wir packen den Gomez mal raus. Zack. Kommt der hier runter. Spielen wir mal nach langer Zeit wieder mit zwei Verteidigern. Ey, das gibt's ja gar nicht. So, sieht also die Mannschaft aus für die letzte Saison. Wir haben hier Grabowski, 96, ist mittlerweile 30. Könnte also auch auf 97 hochgehen und damit gleichziehen mit Reven. Wir hatten ja Reven in der Newcastle-Karriere. Der hat auch eine 97. Also wer die Newcastle-Karriere nicht gesehen hat, zieht euch rein, Leute. Ich sag's euch, ich habe jetzt nicht gespeichert. Ich wollte eigentlich gerade mal speichern. Aber, komm, scheiß drauf. Was soll's, speichern wir nicht. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier im letzten Jahr rausgeworfen werden. Wir haben letzte Saison 4 Titel geholt. Schauen wir mal, wie es dieses Jahr aussieht. Wir könnten dieses Jahr nochmal... Ne, wir haben den DFB-Pokal nicht gewonnen. Ich wollte gerade sagen, alle Titel holen. Ersten Titel haben wir sogar eingefahren. Ah doch, wir sind ja Meister geworden. Das heißt, wir könnten dieses Jahr 6 Titel nochmal holen zum Abschluss. Das wäre natürlich nice. Supercup gegen Leverkusen müsste möglich sein und dann gegen den Euroleague-Sieger Rom. Müsste eigentlich auch machbar sein. Jawohl, 2-1 Sieg. Come on, wichtig. Ja, 4-1 Sieg, 3 Titel, Leute. Wir können das Six-Tuple holen. Wer jede Folge guckt, ihr wisst es. Oh, jetzt erstmal Deutscher Klassiko 3-1 gegen Bayern. Wir haben schon mal das Six-Tuple hier geholt mit Dortmund. Allerdings für Arme das Six-Tuple, denn anstatt die Champions League haben wir in diesem Jahr nur die Euroleague gewonnen. Das heißt, wir müssen jetzt dieses Jahr eigentlich das Six-Tuple holen, aber mit der Champions League. Da müssen wir natürlich erstmal in der Champions League weiterkommen und das sieht auch erstmal ganz gut aus. 2-0 gegen ManU gewonnen, Porto und Villarreal. Ich würde mal sagen, eine der besseren Gruppen in den letzten Jahren. In dem Jahr, wo wir ausgeschieden sind in der Gruppenphase Champions League, was das ist einmal passiert in der Karriere. Ich glaube, das war die schlechteste Gruppe, die wir überhaupt hatten und wir sind einfach ausgeschieden. Okay, Pokal sind wir auch noch dabei gegen Sandhausen. Sollte natürlich auch easy machbar sein. War es auch. 2-1 gegen Villarreal. Ich glaube, wir haben bislang jedes Spiel in der Champions League gewonnen. Das heißt, unsere Mannschaft macht, glaube ich, nochmal ernst hier in der letzten Saison. Das gefällt mir. Vielleicht haben die beiden neuen Transfers auch nochmal gut Sicherheit hinten in die Defensive gebracht. Oh, Pokal im Derby gegen Schalke. Das ist natürlich saftig. 4-1 und dann gleich letztes Spiel vor der Winterpause auch nochmal Derby gegen Schalke. Wir haben jetzt, und wir spielen erstmalig wieder mit zwei Verteidigern. Ne? Wir haben ja sonst immer nur mit einem Verteidiger gespielt. Also vielleicht bringt das nochmal ein bisschen mehr Sicherheit hier in die Mannschaft. Kann sein, sieht zumindest aktuell so aus. Jedes Spiel gewonnen im Dezember läuft. Kann man, glaube ich, wohlverdient erstmal in die Winterpause starten. Aber ihr wisst es, wie es immer ist. Die erste Hälfte der Saison ist natürlich schön, wenn man da viele Spiele gewinnt. Aber im Endeffekt ist die erste Saisonhälfte passt schon unwichtig, weil ihr wisst es, die Entscheidungen, K.O.-Phase, Champions League, K.O.-Runde, Pokal und so weiter und so fort. Klar, Pokal natürlich schon von Beginn an.
Aber die wichtige Phase, vor allem in der Champions League, kommt halt erst in der zweiten Saisonhälfte. Ne? Deswegen kommt es jetzt darauf an, Frankfurt könnte bitter werden. Na, 4 zu 1, okay oder nicht. 3 zu 2 gegen Schalke, aber ich muss sagen, es läuft ganz gut. Zweimal jetzt unentschieden. Gegen Bergamo 2-1. Ah, das kannst du doch nicht, das kann doch nicht sein jetzt, oder? Oh, gegen Bergamo ist bitter, unentschieden gegen Bielefeld. Come on, ja, 3-1, das müsste reichen, ne? Was war das erste Spiel? Unentschieden, ja doch, dann reicht es auf jeden Fall, wir haben mal gewonnen. Gegen Augsburg verloren, was ist denn jetzt los? 2-1 gegen Bayern. Gegen Bergamo, weil das wäre bitter. Oh, gegen Bayern, ey, dann Pokal gegen Leverkusen, die uns letztes Jahr im Finale geschlagen haben, das ist auch interessant. 4 zu 2 Hinspiel, 1-0 Rückspiel, Halbfinale gegen Man U. Pokal ist jetzt, glaube ich, schwer gegen Leverkusen. Jawohl, 2-0 Sieg, Leute. Können das Sextupel holen? Jetzt sehen wir das Hinspielergebnis nicht, ne? Pokalfinale gegen Hamburg müsste machbar sein. Nein. Oh, es reicht. Unentschieden. Wir haben das Hinspiel gewonnen. Leute, wir können das Sextupel nochmal holen im letzten Jahr. Komm, Alter. Mach kein Auge. Mach kein Auge jetzt. Ey, gegen Hamburg muss machbar sein. Und gegen Chelsea eigentlich auch. Ey, komm. Jetzt, wenn wir jetzt gegen Hamburg verlieren, das ist ja. Mein Gott, ey, komm. Ich kack mir in die Hose. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh mein Gott, wir werden jetzt gleich ja eh pausieren, dann schauen wir mal, ob wir die Champions, wenn wir jetzt die Champions League gewonnen haben, ne? Haben wir gegen Hamburg im Pokal. Nein. Leute, ey, wir haben wieder nur 5 Titel geholt. Ich fasse es nicht, das ist ein Fluch hier. Das ist ein Fluch hier in der Dortmund-Karriere, immer diese 5 Titel. Verlierst du gegen Hamburg? Wir sind Meister mit 20 Punkten Vorsprung. Na naja, gut. So ist das halt, wir gucken mal, wie sich unser Spiel. Oh, 97er, Grabowski, let's go. Oh Mann, ey, schade, dass wir nicht nur ein, 2 Jahre hätten. Dann hätten wir den vielleicht noch auf 98 bekommen. Herrera 92, Santos 95, nice. 95, Huson ist, glaube ich, geblieben. Matthijs 91, Boers auch geblieben. 95, Carpenter. 2 Punkte hoch, sehr nice. Reis, einfach geblieben auf 91, korrekt, ja, dafür haben wir 237 Millionen ausgegeben. 93er Falke, Petrovic 91, Driessen 90, Gomez 90, alle auf 90. Was ist denn hier los? Auf der Bank haben sie alle. Stabil um 1 Punkt verbessert. Und sonst, ja, seht ihr es ja selber, Hurtado, na gut, der hat auch gar nicht gespielt. Kurve auf 89. Das war's von der heutigen Folge und auch von der Karriere hier mit Dortmund. Wir gucken uns noch die Spieler hier an. Ob noch, ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwelche kranken Talente dabei sind. 90er Torwart ist natürlich schon wieder nice. Wir gehen hier im ganzen, im Schnelldurchlauf durch. Da waren 89er. Jetzt kommen natürlich noch einige gute Spieler hier, ne? Lasst gerne ein Like da, Leute, wenn es euch gefallen hat, ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir sehr, sehr viel Bock gemacht hier mit Dortmund, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten sehr, sehr geile Jugendspieler, auch wieder 89er. Jetzt kommen hier nochmal so gute Spieler zu Ende, ne? Ist das bitter. Lasst wie immer gerne einen Kommentar da, Leute, ja? Welcher Spieler war euer Lieblingsspieler hier aus der Karriere? Könnt ihr mal gerne reinschreiben, mit welchem Spieler ihr mitgefiebert habt. Ich denke mal, die meisten mit Grabowski, weil es einfach der höchste war. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, was hier euer Lieblingsspieler war. Schreibt gerne rein, welche Mannschaft ihr dann beim nächsten Mal jetzt hier in der Sprint to Glory sehen wollt, ja, weil es wird schon direkt in der nächsten Folge weitergehen mit der nächsten Mannschaft, ja. Und wie immer, schreibt gerne rein, was euer bester Jugendspieler aller Zeiten war. Ich zeige euch nochmal ganz kurz hier die Transferzentrale, was wir hier noch drauf haben. Alter, bei Werder 37 spielt immer noch. Ey, Maut spielt auch noch mit 37, Bastoni auch, Leute. Ist auch mal, irgendwann ist auch mal Ende, oder nicht? Irgendwann ist doch mal gut, Leute. Na. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Karriere direkt wieder. Ich hoffe, es wird, aber was heißt, ich hoffe, es wird safe mindestens genauso gut. Ich zeige euch hier nochmal zum Abschluss die Mannschaft, würde ich sagen. Zack, so sieht's aus. Mich regt's auf mit diesen scheiß Transfers hier, mit diesen scheiß Nationalmannschaft-Dingern, dass man das Rating nicht sieht. Das ist so nervig. Naja, haut rein, Leute. Macht's gut und tschaußen.